Und ich leite dann gleich zum zweiten Talk über. 2016 kann man ja als Österreicherin, Österreicher ganz gut als das Jahr der Wahlen zusammenfassen. Wie es aber aussieht, wird auch 2017 das Thema uns auch ein bisschen begleiten. Es beginnt nämlich jetzt eine Wahlrechtsreform. Und der Markus Stoff, der hier schon neben mir steht, ist von der Initiative für Netzfreiheit und er beschäftigt sich mit Wahlrecht, auch mit Urheberinnenrecht sehr viel. Und es wurde aber vor kurzem der Vorschlag gemacht, wieder mal einen alten Zombie der Netzpolitik aufzuwecken, nämlich das E-Voting. Und er wird uns da heute ein bisschen etwas dazu sagen, ob das vielleicht nicht so die gute Idee ist. Also eine kleine suggestive Spoiler-Sache. Und wie ein manipulationssicheres Wahlrecht an sich aussehen kann. Also, das muss ich Entertainment machen, nicht meine große Stärke. Weiß man einen guten Witz? Nein. Ja, das passt. Wer es gehört hat, hat es verstanden. Okay. Genau, das kann ich zwischendurch noch machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eben Lightning Talks dann am Schluss zu halten. Wenn Sie was machen, also wenn Sie kurz was vorstellen wollt oder Veranstaltungen ankündigen oder irgend sowas, schreibt euch darauf und dann kommt es nach der Reihenfolge am Schluss noch dran. Okay, Markus, soweit? Ready? Ja. Dann bitte sehr.